Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Also, Herr Dr. Wendt, Ihre Reaktion hat mich ja jetzt nun überhaupt nicht gewundert. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Erstmal bin ich ja erfreut, dass sowohl Herr Hartig als auch Frau Köpf sich dazu bekennen, dass wir ein kommunales und kein privates Netz der Wasserversorgung brauchen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Dann wäre es natürlich im nächsten Schritt umso erfreulicher, wenn Sie sich ebenso einsetzen würden für eine echte und vollständige Rekommunalisierung der Wasserversorgung auf der Kasse. Denn die haben wir bis heute nicht. Worum geht es? Es geht ja, und das wurde hier mehrmals betont, darum, dass wir nicht zuständig seien. Ich glaube, wir sind als frei gewähltes Gremium von Stadtverordneten durchaus dafür zuständig, uns symbolisch für eine Petition auszusprechen. Und das ist etwas völlig anderes. Wir können selbstverständlich nichts entscheiden, was die Privatisierung oder Nicht-Privatisierung der Wasserversorgung in Thessaloniki betrifft. Aber wir können Positionen beziehen. Das hat die Kasseler Stadtverordnetenversammlung bei verschiedenen Gelegenheiten in der Vergangenheit getan, auch mit den Stimmen größerer Fraktionen. Insofern ist das, glaube ich, kein echtes Argument. Was wir vor allem feststellen müssen, es gibt doch eine Verbindung. Nämlich zum einen darüber, dass wir im letzten Jahr die Documenta sowohl in Kassel als auch in Athen hatten, dass wir ein großes Programm hatten, bei dem wir auch davon gesprochen haben, wie wir von Athen lernen können, dass wir in Kassel diverse Veranstaltungen hatten, in denen es auch darum ging, wie eigentlich Neoliberalismus und dergleichen sich auswirkt, europaweit. Und dabei können wir feststellen, dass Deutschland eine besondere Rolle hierbei hat. Ja, und das ist etwas, was wir in Kassel im Rahmen der Documenta auch auf besondere Weise erfahren konnten. Denn Deutschland spielte eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung einer Austeritätspolitik, die menschenfeindlich ist, die real Menschenleben gekostet hat, die Menschen in existenzielle Nöte gebracht hat. Und das ist eine Austeritätspolitik, die de facto auch Griechenland zum Laboratorium des Neoliberalismus in Europa gemacht hat. Und dass wir uns dazu positionieren, das halte ich durchaus für eine legitime und notwendige Angelegenheit.